Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Eigentlich wollten wir uns in der letzten Folge schon ein bisschen was angeschnitten haben, beziehungsweise uns komplett im Distrokt versteckt gemacht. Das haben wir jetzt hier fertig gemacht. Und dann war aber eine kleine Sequenz in den Turm und heute gucken wir uns mal ein bisschen genauer um. Und da steht unser Rivale. Was macht denn der da? Dann wurde Dracaussos Mutter also. Ja, genau. Die Brocken schnappt sich einen Knorger nach dem anderen, um die Schädel, die sie tragen, teuer verkaufen zu können. Dragosto sucht bestimmt immer noch völlig verzweifelt nach seiner Mutter. Teamwork ist einfach das Letzte. Ja, das ist ja furchtbar. Ich habe selbst beobachtet, wie Dragosto diesen Turm verschwindet. Ich halte am besten nach ihm Ausschau, wenn ich schon nach diesem verschollenen Mr. Fuji suche. Ja, danke. Da pass auf dich auf, bitte, ja? Gespenster sind zwar nicht gerade meine Stärke, aber da muss ich durch. Ah, du kommst genau richtig, Kev. Unser Gespräch hast du irgendwie zugehört, oder? Du willst nicht zufällig mitkommen? Oh, klar, gerne. Ein Glück. Ich dachte schon, ich müsste alleine gehen. Gut, dann gucken wir uns mal da heute ein bisschen um. Weil es steht ein bisschen was an heute. Warte mal. Ich darf jetzt ein bisschen genauer gucken. Das war ja vorher nicht der Fall. Der Pokémon-Turm wurde im Andenken an verblichene Pokémon errichtet. Mein Vulcano, warum hast du mich verlassen? Na sowas, du bist aber ein niedlicher Junge. Willst du etwa den Pokémon-Turm besuchen? Was bist du doch für ein liebes Kind? Da fällt mir etwas ein. Die Pokémon dort freuen sich bestimmt, wenn du ihnen in hübscher Kleidung gegenüber trittst. Ein formelles Set, okay? Mein Babys wird mir so sehr. Ich kann nicht aufhören zu weinen. Ja, so ist das halt, wenn man was Geliebtes verliert, ne? Bist du hier, um der verstorbenen Pokémon zu gedenken? Was für ein lieber Junge, du hast ein Herz aus Gold. Okay, dann haben wir ja auch erledigt. Aber zumindest haben wir etwas bekommen, und zwar neue Klamotten. Na gut, dann machen wir uns heute mal ein bisschen auf hier oben. Alles durchzugucken. Weil, wie gesagt, das haben wir ja so ein bisschen vernachlässigen müssen. Aber wie gesagt, jetzt kommt doch einiges Neues. Von diesem Trainer haben wir besiegt. Der hat ja nur das Kleinschein gehabt. Und hat es dafür die 5 Evoli-Bonbons geschenkt. Also, hier gibt es wirklich Gespenster. Huh, was hast du denn da? Das Hiskop hat die wahre Gestalt der Gespenster erhöht. Und damit wissen wir auch, was hier rumläuft. Und zwar Nebulak und Apollo. Wahnsinn! Die Gespenster sind in Wirklichkeit also nur Pokémon? Was haben wir hier? Exorcistin Airi. Du hast einen Nebulak. Ja, die setzen größer so Geister-Pokémon ein. Und Evoli sollte das ohne Probleme hinkriegen. Komm, Evoli. Mein cooles kleines Evoli. Mach sie alle platt. Mit Quillzone. Ein Nebulak haben wir ja schon im Rocket-Versteck gesehen. Und jetzt wollen wir das mal, wie gesagt, ein bisschen genauer hier gucken. Reflektor ist aufgebaut, aber das bringt uns jetzt, eh nichts, weil so. Die gute Dame ist schon mal Geschichte. So, ein Aufwecker und wir haben da ein Nebulak, das möchte ich mir gerne noch fangen. Halt, hier bleibt. Wenn ich mir schon Nebulak hier finde. Ja, leg mich doch. Jetzt. Ich will dieses Nebulak unbedingt haben. Also, das heißt nicht im Team, sondern ich möchte es gerne einfach nur als Eintrag besitzen. Aber irgendwie sagt dieses Nebulak gerade, ich habe keine Lust darauf. Okay, dann muss man es anders auswählen. Okay. Eins. Zwei. Okay, du nicht. Ich sag's jetzt gerade, ich möchte nicht. Ein großartiger Wurf. Eins. Zwei. 3. Gut, dann muss ich mir nochmal einen neuen Ball suchen. Das war ein super Ball. Ich habe ja noch ein paar. Das war jetzt mal ein guter Wurf. 1, 2, 3. Auch dieses Nebulak wehrt sich tatsächlich. Oh, nee. Aber gut, das wird nicht der letzte gewesen sein.
Also es frisst mir gerade genug Bälle weg und sagt dann, ich gehe mal wieder. Exorcistin Tomiko. Oder Nebulak. Ja gut, die haben alle meistens nur so Geister-Pokémon. So. Dann kriegst du noch mal eine Quintone drauf, mein Freund. Nebuli, mach dich kurz eben. Kurz einmal nass. So, die ist besiegt. Item hier unten nehme ich mit. Das ist ein super Trank. So, kleines Nebulak. Jetzt komm mal bitte her. Ich möchte dich gerne fangen. Du sollst mein Pokémon sein. Also nicht mein Teammitglied, sondern du möchtest. Du musst. Du gehörst mir. Zumindest in meine Box. Komm. Warum wollen die dann alle nicht? Du Geister. Geht aber nicht da hoch jetzt, ne? Dieses Nebulak hast du gerade aber ein bisschen wie mir. Das spielt jetzt gerade ein bisschen wie mir. Komm. Dann mal ruhiger. Jetzt. Eins. Zwei. Drei. Und das Hammers. Puh. Nebulak ist gefangen. Damit haben wir den Eintrag schon mal safe. Nebulak ist in Zieber aufgenommen, brauchen wir aber nicht. So, jetzt hole ich mir diese Exorzistin hier unten noch schnell. Nein, weg von mir, edles Gespenst. Ah! Okay. Exorzistin Kotone. Du hast zwei Pokémon. Du hast bestimmt zwei Nebulak. So, okay. Dann einmal kurz Pulsier-Aura, aber du kommst erst mit einem Tiefschlag, okay? Weil du vom Typ Gift bist, wirken auch Psycho-Attacken auf dich sehr effektiv. So, was haben wir als nächstes? Noch ein Nebulak, okay. War schon eine Überraschung. Ich versuche mal gerade, ob ich mit Blub Sauger noch ein paar KP zurückholen kann, ob ich sogar ein Get-Owned bekomme. Also ich bin fast jetzt 10 Level drüber. Jo, aber hallo. Mein kleines Evoli. Jedenfalls ist dieses Nebulak schon mal Geschichte. Und auch diese Exorzistin ist abgearbeitet. So, jetzt gucke ich, ob ich hier noch was finde. Da oben ist noch ein Nebulak. Ich glaube, das ist ein winziges, aber das brauchen wir nicht gerade. Sondern wir nehmen uns erstmal diesen Fluchtseil hier mit. So, die Trainerin da unten nehme ich mit. Die gehört mir, lass mich auch noch leiten. Huhu, kannst du, hu, wohl gegen mich ich gewinnen? So, okay. Mal versuchen wir es. Evoli, okay. So, dann mal mit der Pulsier-Aura. Mache ich nochmal wieder ein Lichtschild auf. Jetzt haben wir nochmal was Neues. Nämlich Apollo, die Weiterentwicklung von Nebulak. Leider kriegen wir die letzte Stufe nicht ohne den Tausch. Das ist ein bisschen ärgerlich, sonst hätte ich längst ins Team genommen. Auf damit. Ja, aber Quetzone. Badam. Und tschüss. Raichu Level 31. Sehr gut. Oh, das Item da oben möchte ich noch mitnehmen, weil
Ah, da kommt der Trainer davor. Okay, den hab ich jetzt nicht, mit dem habe ich jetzt nicht gerechnet. Aber okay, gut. Ah, ein Gespenst. So, okay. Exorzistin Hina. Mit einem Nebulak. Moment, eine Überraschung, dass du Nebulak hast. So, wir reichen wahrscheinlich danach irgendwann Level 34. Weil wir sind ziemlich overpowered, was das Level betrifft. Jedenfalls ist dieses Nebulak schon mal Geschichte. So, nicht ganz. Nächste Pokémon. Nebulak. Nochmal, okay. Naja, wie gesagt, die meisten werden eh wahrscheinlich mit Nebulax und Apollo kämpfen. So, dann Bubsauger nochmal, um ein bisschen KP wiederzuholen. Ja. Und das Nebulax ist Geschichte. Und wir haben Level 34 für unser kleines Evoli. Kein weiteres Pokémon mit Level abkriegt, okay. Ja, gut gehabt. Und zwar eine weitere TM, und zwar die TM 4, Teleport. Hier ist noch eine TM, und zwar, Quatsch, noch eine TM, hier ist noch ein Item, ein Hyperheiler. Wir nehmen uns jetzt mal, da unten ist ein Dragosso. Ah, wir haben ja schon eins, ne? Knochen, es fliegen jetzt in Tränen. Ja, wie gesagt, wir haben ja schon ein Dragosso mal in der Felsung in der Mainz gefangen. Deswegen brauchen wir jetzt nicht unbedingt noch eins. Apollo, komm mit Tiefschlag! Ja, wir hauen die so gerade weg. Wir haben zwar ein bisschen weniger Initiative als die Geister, aber wir hauen sie so einfach weg. Ohne Probleme bisher. So. Jetzt habe ich noch keine Wildbisse an Apollo bekommen, aber wenn sich Nebulak irgendwann weiterentwickelt, hoffentlich. Also, ich gucke mal gerade, ob ich hier noch was finde. Nö, hier ist nichts weiter, okay. Gut, da geht es jetzt hier oben weiter. Gut, hier sind noch ein, zwei Trainer. Werde einer von uns. Exorzistin Hito. Oder Hito, eh. Wie auch immer. Jedenfalls hat sie da Apollo. Die Frage ist, kriege ich es mit Blubsauger einfach kurz warten gewandelt? Wenn wir es gleich sehen. Level 25 ist es. Nicht ganz. Okay. Damit habe ich die Frage beantwortet. Ich hätte fast gehabt, dass ich gesagt, okay. Hör auf mit deinem Scheiß. Aua. Toxin. Ja, vergiss es halt, Bollo. Evoli kann einiges. Bist du mal auf jetzt? Ich bin, egal, ich muss mir jetzt eh wieder zurück. Ich bin jetzt wieder komplett geheilt. Ja, fast komplett. Nicht ganz. Aber egal. Gut. Die gute Heatwave ist besiegt. Dann mache ich mich mal kurz eben. Wieder eine komplette Heilung. Komm ruhig her. Ich habe diese Stelle versiegelt. Du kannst dich hier ausruhen. Gib mir deine Seele. Ich weiß, dass unten noch eine Trainerin ist. Die werde ich mir auch mitnehmen. Noch. Ich brauche die Erfahrungspunkte. Mikoto mit drei Pokémon hast du. Du fängst auf jeden Fall schon mal mit Apollo an. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. So, einmal nochmal Blubsauger. Ehrlich. Ja, mal gucken, ob du das Feuer auch neutralisiert bekommst, mein liebes kleines Evoli. So, dann. Ach, das kann nicht sein, dass er noch mit Tiefschlag hinterher geht. Okay.
So, ein Polo ist schon mal down. 354 Erfahrungspunkte. Ich muss Evoli jetzt mal austauschen gleich. Ah, Nebulag. Was haben wir denn noch Schönes für dich? Minido King mal einsetzen. So. Schauen Sie, gehe ich mal auf Schaufel. Immer diese scheiß Tiefschlag, ne? Haben Sie irgendwie noch, doch noch ein paar Kepikus. Weil die Geister können eh nicht viel machen, ne? Weil Geisterattacken die normalen Pokémon ja nicht wirklich treffen. So, der nächste ist noch ein Demolag. Kriegt ja sowieso nichts. So. Und dadurch treffe ich nämlich im zweiten Zug auch noch. Gut, die Ex-Assistent ist down. So, dann halte ich mich mal kurz hier wieder. Bevor es dann oben weitergeht, habe ich hier noch eine Trainerin. Ne, zwei sogar noch. Zombies! Kaioko. Alpollo. Na gut, langsam wird es ein bisschen langweilig, weil es ist immer nur der gleiche Schmarrn. Es sind jetzt gerade alles nur Nebulax und Alpollo, die ich als Gegner bekomme, aber was will ich hier machen, ne? So, einmal Quillzone. Das sollte für das Alpollo ohne Probleme reichen. So, Reflektor steigert. Und Level 34 für unser Nidoking. Ja, Nidoking zieht vom Level her ein bisschen mit wie Evoli. Reitschuh fällt ein bisschen zurück, wohl Nona auch, aber naja, alles können wir gebrauchen. Wir brauchen sie bestimmt nochmal irgendwann. Und Level habe ich mich so ziemlich festgelegt, was meine Teammitglieder werden. Mein nächstes Teammitglied wert. Und dann haben wir das Team fast komplett. Und dann fehlt es eigentlich nur ein Pokémon. So, auf jeden Fall. Haben wir diese Exorzistin mal kurz besiegt. Und diese Trainerin nehme ich hier noch mit. Gar. So. Okay. Exorcistin Chihuru mit einem Nebulak. Quellzone! Vergiss es, den Tiefschlag kriegst du nicht durch. Und damit ist dieses Nebulak. Oh, der vier Stück, okay. Ich habe schon vier Nebulak oder so jetzt auf einmal. Ja, natürlich. Ja, es ist halt blöd, wenn sie dann wirklich als zwanghaft versuchen, ein paar Pokémon reinzukriegen. Vor allen Dingen ist es alles absolut unwichtig für mich, weil es ist alles locker zu One-Hitten mit Evoli. Und ja, was will ich machen? Ne? Die kommen kaum durch. Die können also mit dem Tiefschlag eigentlich nicht wirklich was machen gegen mich. Dann habe ich mir hier die vier Nebulaks mit Level 25 zu kämpfen. Die dann zwanghaft versuchen, irgendwie okay, mit Tiefschlag ein paar KP noch abzuziehen. Weil groß können sie eh nichts machen. Sie können keinen Schlecker einsetzen, sie können keinen Nachtnebel einsetzen, sie können gar nichts einsetzen. Ja, dann verstehe ich gerade, warum sie Tiefschlag noch einsetzen. Aber gut, egal. Dann hast du das nächste Nebulak und wenn dann froh, wenn sie dann durch sind. So, dann haben wir, glaube ich, noch ein Stockwerk vor uns. Wir versuchen mal was anderes. Bringt ja nur nichts. Tschüss. So, dann haben wir die auch weg. Gut, okay. Das hat hier unten nämlich mit. Oh, ein Eisstein. Ja, es gibt ja mehrere Pokémon. Die sich
andere Steine weiterentwickeln. Und zwar Sandan und Vulpix. Ich frage mich, weiß nicht, ob ich Vulpix weiter, Vulpix zum Voluna weiterentwickeln kann mit einem, auch mit einem Eischein. Wir haben den nächsten Trainer. Oh Gott. Ich bin gefangen. 3 weitere Trainer. Puh. Okay. Exorzistin Zavako mit einem Apollo. Ach komm, jetzt bitte nicht mit 3 Apollo. Pulsier Aura. So, das eine Apollo. Also ich. Mittlerweile one-hitte ich sie. Alle durch. Nebulak erreicht Level 28. Okay. Nebulak möchte Pizza auch erlernen. Nebulak ist Tiefschlag. So. So, ein Pokémon ist Apollo. Ich habe jetzt 3 Trainer auf jeden Fall hier vor uns stehen. Kühlzone. Ja, du versuchst natürlich gerade jetzt auch mal. Ja, oh, jetzt hat sogar ein bisschen was. Nochmal ein Volltreffer gelandet. Ich glaube, dann entwickelt sich Nebula gleich auch zu Apollo. Dann haben wir nämlich das Pokémon auch. Und Level 35 für unser Evoli. Von nun erreicht Level 32. Und du hast 3 Apollo. Natürlich hast du 3 Apollo. Also es ist, ja, es ist halt sehr erzwungen gerade. So ein bisschen habe ich das Gefühl. Das ist Level 32 Apollo, die ohne ich gerade mit 3 Level drüber weg. Ohne Probleme. Gut, dann ist er auch Geschichte. Dann haben wir jetzt auch 2 Pokémon. Ja, Nebulak entwickelt sich. Dann mache ich den Eintrag für Apollo noch. Brauchst halt, wie gesagt, nicht. Nebulak. Es ist jetzt auch einfach nur da, weil es gefangen wurde. So, herzlichen Glückwunsch. Nebulak wurde zu Apollo. Wir kriegen gerade die Möglichkeit, ist doch, dass es sich entwickelt. Okay. Also, die Pokédex-Antrag so. Nächste Exorzistin. Also 3 Trainer sind sie unten. Minimum. Ich glaube, es sind 4 oder so. Noch ein Apollo. Level 25 hast du. So, okay. Tschüss, Apollo. Damit ist diese nächste Trainerin. Schon mal Geschichte. Ja, das ist jetzt gerade einfach nur, ich hau noch eine Etage rein, ich hau noch 3 Trainer hinterher. 2 Apollo. Ich wollte das Item da unten noch schnell mitnehmen. Exorzistin Marika. Okay. So, Nebulak ist Geschichte. So. Weiteres Apollo. Welch eine Überraschung. Also, dass hier nicht mal ein Gänger oder ein Traunfugel oder sonst irgendwas dabei hat. Also, es gibt ja genug Geister-Pokémon tatsächlich. Ein bisschen, aber. Gut, es gibt halt nicht die Möglichkeit damals in der ersten Gen. Es ist ja quasi ein Remake der ersten Generation. Sonst hätten sie wahrscheinlich ein bisschen mehr eingebaut. Wie gesagt, Traufugel, Traumagil, Driftgon und wie sie nicht alle heißen, die hätte man auch. Hätte man theoretisch mit einbauen können. So, weil dann hast du ein bisschen mehr Abwechslung. Hättest ein bisschen mehr Abwechslung drin. Anscheinend wirklich durchweg. Pro Etage 4-5 Trainer nur mit dem gleichen Scheiß. Gut, dann ist das Nebulak jetzt auch weg. Und dann haben wir, glaube ich, ja Trainer durch.
So, ich muss gerade ein bisschen auf die Zeit auch achten. Auf die Gesamtzeit achten, weil ich mittlerweile bei fast 2 Stunden bin. Und ich habe zu viel. Ja, gut. Ich kann nicht jetzt eh nichts machen, weil ich muss das Apollo. Das Apollo kann ich eh nicht fangen, weil ich brauch's auch nicht, weil ich hab's ja. Ja. Und das alles für ein Beleber, okay. Gut. Ah, Apollo, hau mich nicht in die Ecke. Ich brauch dich nicht. Hier ist noch ein weiteres Item. Und dass das Ganze ein Hypertrank ist. Okay. Ja, Dragoster, dich habe ich schon leider. Tut mir leid, mein Kleines. Ich würde dich zwar gerne fangen, aber... Verlass diesen Ort. Verlass diesen Ort. Uah, das ist ja noch größer als das vorhin. Mach doch mal nochmal das, was du vorhin gemacht hast. Ein Knogger. Das ist die Mutter von dem Kleinen. Oh nein. Das große Gespenst war die rastlose Seele der Mutter des Kleintragosse. Ihre Seele hat endlich Frieden gefunden. Sie sind jenseits entschwunden. Dragosso. Du bist also hergekommen, wenn du deine Mutter sehen wolltest. Bra. Tut mir leid, dass ich mich vor deiner Mutter gegruselt habe. Hör mal, Kev, ich würde Dragosso nicht alleine lassen. Deshalb werde ich sie nach Hause bringen. Könntest du für mich weiter oben noch einen gewissen Mr. Fuji umsehen? Falls du ihn dort findest, wäre ich sehr dankbar, wenn du ihn auch nach Hause begleiten könntest. Wird erledigt. Du hast kein bisschen Angst, was? Da werde ich gleich leidig. Aber wirklich als viel selbstbewusster. Kann es sein, dass ich was verpasst habe? Was sagst du da? Dass der Gosso ganz allein aus den Händen von dem Rocket befreit? Sei wirst du sein starker Trainer. Egal, da kann ich diese Sache ja ruhig dir überlassen. Komm, Dragosso, gehen wir. So, haben wir hier noch irgendein wichtiges Item, was ich. Da unten ist noch eins. Und zwar. Ein weiteres. Dann gucke ich mal gerade nach, weil ich das Bonbon noch schnell beim Reitschuh geben will. Mein Reitschuh reicht aber wieder 32, so ist es. Ja, Nebula, vergiss es. Okay, Gott sei Dank keine Trainer mehr hier. Oh, Luna. Ach, von wegen keine Trainer mehr. Stecken geblieben, Team Rock hat immer Vorfahrt. Jetzt, wo das Gespenst verschwunden ist, haben wir es endlich zur Spitze geschafft. Du bist der alte Fuji, oder? Wir wissen, dass du die Pokémon-Forschung in den Nagel gehängt hast. Aber damit ist Schluss. Du wirst leider wieder in den Labor stüpfen müssen. Und zwar im Namen von Team Rocket. Was? Du magst es uns zu ignorieren? Werde ich schon dazu zwingen, mit so einem Boss zusammenzuarbeiten. Warte ab. Ernsthaft, jetzt muss ich nochmal gegen die 2 Handys kämpfen. Hey, wir hatten ihm gerade eine Standpauke. Wenn du dazwischen wuchst, kannst du was erleben. Jetzt muss ich nochmal gegen euch kämpfen. Ich muss nochmal gegen euch Heinise kämpfen. Ach Gott. Na gut. Na, müssen wir es nochmal versuchen. Ihr habt eh nichts anderes, ne? Ihr habt nur Smog. Ja, ihr habt natürlich weiter wieder nur Smogbog und Arbog. Okay, dann nochmal. Da haben wir noch kein Problem. So. Die Pulsieraura wie immer auf Smogbog. 034 habt ihr, okay. So, dann machen wir mal so. Ja, leider noch nicht ganz. Dann machen wir es aber. Okay, geht mal kurz in die Erde. Ja, gut, deine Giftblick geht natürlich auf irgendwo hier. Es war mir fast klar, dass du es diesmal so rumspielst.
Ja, aber bringt ja nichts, ne? Gut, da nochmal Posiora auf Smogmog. Und dann ist das Thema mit Smogmog auch schon mal erledigt. So. Oh, fast komplett sogar. Ja, spielen wir das Spielchen, wie wir es eben schon gemacht haben. Okay, na gut. Dann spielen wir das Spielchen eben. Dann setze ich hier einen Barra-Heiler ein. Auf mein Nidoking. Und Evoli macht es mal kurz eben. Finalisiert das ganze Ding mal gegen dieses Arbok. Ja, damit haben wir es. Gut. Wir haben Team Rocket schon wieder besiegt. Mal wieder. Das dritte oder vierte Mal mittlerweile schon. Ah, schon wieder. Das war wohl unser Plan. Wollten nach den alten Futchen führen, um uns Fleischsternchen für den Boss zu verdienen. Was soll's, dann gehen wir ihm nach der Frohne City machen. Brav bei der Übernahme des Thief Company mit. Und das war mal wieder ein Schuss in den Ofen. Wer bist du? Stimmt irgendwas nicht? Was? Team Rocket soll es auf mich abgesehen haben? Ich war damit beschäftigt, Knoggers Seele zu beruhigen, dass ich nichts mitbekommen habe. Ah, wie schön hat Knoggers Seele endlich Frieden gefunden. Bitte begleite mich doch zu mir nach Hause. Ich möchte mich bei dir bedanken. Kev, wenn du dein Pokémon nicht genug Liebe und Respekt entgegenbringst, wirst du es extrem schwer haben, den Pokédex zu vollständigen. Hier, ich bin mir sicher, ob es dir eine Hilfe sein wird, aber bitte nimm das. Der Klang der Pokéflöte hat eine belebende Wirkung. Er selbst erweckt selbst die müdesten Pokémon. Danke, dass falls du jemals irgendwo ein schlafendes Pokémon treffen solltest. Jo, gut, dann haben wir es geschafft, liebe Leute. Wir sind durch mit unserer Aufnahme und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Und ja, dann geht's straight weiter im Süden unten. Weil, ja, da fehlt jetzt noch ein bisschen was. Und dann machen wir uns auf Richtung Fuxania City. Ich glaube, dann sind wir nämlich soweit durch. Und ja, dann hoffen wir, dass wir bald das nächste Teammitglied kriegen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder dabei sein würdet bei Let's Play Pokémon Let's Go Evoli. Bis dahin, auf Wiedersehen.